いや、まあそこはそんなに問題にはならないかと思いますね。違う、まあオーストリア自体がいろんな国から人が来てるんで、そこは適用は、まあ僕自身も大丈夫だと思うし、クリス自身も大丈夫だと思う。Wir haben ja gerade angehört, dass Chris Megarian nur bis Anfang September in Österreich bleiben wird. Jetzt ist es so, dass die Wanderers ja letztes Jahr schon in den Playoffs nach einer vorherigen Saison gescheitert sind. Damit ist davon nicht davon auszugehen, dass in dieser Akquirierung der Schlüssel zum Meistertitel liegen wird. Wie ist die Einstellung für diese Sache? クリスがこっちにいる時間だけいる、まあ、9月までしか入れないので、その時間まではしっかりクリスに全力尽くしてもらって、プレーオフに、なんとかチームを導いてくれたなと。Mannschaft, die es zu schlagen galt und die die stärkste Konkurrenz für die Wanderers dargestellt haben. Heuer zeichnet sich ein neuer Konkurrent ab. Die Bluebirds aus Schwächert haben eine Menge Akquirierungen gemacht, unter anderem 4 oder 5 Spieler mit Double-A-Erfahrung. Wie stellen sich die Wanderers auf diese neue Herausforderung? Ihre Leistungen hängen nicht von uns ab. Das heißt, wenn wir auf uns selber schauen und unsere Leistungen bringen, wird es kein Problem sein. Und generell sind wir wichtiger als Sie. Also machen wir uns keine Gedanken darüber, ob jetzt die anderen Spieler jetzt neu sind, wichtig für ihn sind oder nicht. Season, hopefully to the playoffs. And
what we do there, we have to make it there first. So we're going on. Very good. Then. What was your main argument to convince Megarian to come to us? It wasn't hard to convince him. I think he is, before that he wanted to come. We had a relationship and he was looking to come back to Europe and it seemed to be a good fit. Generell in der haben Sie andere Spieler vielleicht im Aussicht als Unterstützung für die Zeit im Europa Cup? Oder bleibt es bei der Mannschaft, die auch dann in der aktuellen Saison zu sehen? Nein, eigentlich haben wir schon verhandelt mit einem anderen Spieler, das derzeit in Amerika lebt. Und was wir können zu einem anderen kurz vor der Europa Cup. Namen kann ich derzeit nicht sagen, aber zum Glück wird er auch sein Österreicher spielen. Und der war sehr kurzfristig vor der Europacup. Ja, gibt's noch Fragen? So having set the roster for the 2011 season, who would you think will make a difference from the last year? An R team. The biggest difference, I think Chris is the new piece of the puzzle. Everyone else is returning and we know him, so we know them. So we need the extra push, hopefully. Thank you. Gut, damit kann ich das, glaube ich, abschließen. Ich danke allen recht herzlich fürs Kommen. Ich bitte nun, Herr Megarian hat schon einen langen Tag. Ich glaube nicht, dass er viel im Auto Flugzeug geschlafen wird. Er wird sich nur zurückziehen. Für etwaige Fragen kann ich Sie gerne auf die Pressekonferenz zum 7. Opener verweisen. Genau, was ist auf unserer Homepage. Der Pressleiter, der Coach hat eine Frage an unseren Spieler. Tutto io sto. Okay, ja, bitte schön. そちらのインタビューしてくれた人ちょっとアートキットがちょっと服がですね、ちょっとうちのチームの色を つけてきてくれたと思うんですけど、すごいちょっと目につくんで、もう帰ったらもうすぐにネクタイとシャツと、パンツとあと靴と燃やすよ。はい。コーチ kritisiert Ihr Outfit. Sie hat da drüben in grün. Sie verwenden zwar dankbar die Farbe des Vereins, aber wenn Sie nach Hause kommen, bitte verbrennen Sie Ihr ganzes Outfit. Vielleicht das erste, wenn Sie nach Hause kommen. Ich erwarte, ja. Bitte, alles. Können Sie das weiterleiten, die Frage, oder ist das Ihre Meinung? Das ist weitergeleitet. Er hat gleich gesagt, ich erwarte, ja. Gasolin, Match, egal ob Benzin, mit Feuerzeug, egal oder mit Öl, aber ist gut. Bitte verbrennen. Gut, gibt es noch andere Wortmeldungen? Damit danke ich mich recht herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, Sie bei der nächsten Konferenz am 15. April wiederzusehen. Selbe Zeit, selber Ort. Danke vielmals. Das ist schon schlecht. Jetzt machen wir die.